Der Engel- und Völkersprolog ist zu Ende, 225 Kilometer sind gefahren und die Teilnehmer hatten an diesem Tag mit den unterschiedlichsten Herausforderungen zu kämpfen. Eines zeichnet sich nach diesem ersten Rallye-Tag allerdings ab, dass es eine ganz, ganz spannende Entscheidung in den nächsten Tagen geben wird. Eine sei vorweggenommen, Dr. Johannes Klackl und Ingenieur Werner Gassner mussten nach wenigen Kilometern aufgrund technischer Probleme leider aufgeben, aber lassen wir die Teilnehmer selbst zu Wort kommen. Zweiter nach dem ersten Tag? Okay, das haben wir jetzt erst erfahren. Hallo, der Lipisch ist Erster, oder? Ja. Also der Zug. Das ist ein Schlaucherl, der Lipisch. Naja, also wir haben heute eigentlich einen super Run gehabt. Ich darf das ja nicht sagen. Er hat gesagt, sag jetzt nicht wieder, er hat nicht auf mich gehört. Aber heute haben wir eigentlich super zusammengearbeitet und es war perfekt, würde ich sagen. Ja. Bis auf ein paar Halterprobleme. Ja, irgendwelche Probleme gibt es immer. Wir waren eigentlich, wir können nicht klagen, es ist uns nichts, kein Schnitzer passiert, so wie sonst immer. Wie eigentlich am Anfang waren wir immer eher schlecht und dann kam die Aufholjagd. Heuer sind wir am Anfang gut und wahrscheinlich fallen wir am Ende zurück, das werden wir dann noch sehen. Jetzt den Lipisch machen wir fertig. Nein, der ist ja so lieb und so, die lassen wir gewinnen. Die Andi vor allem. Ja, nein, die lassen wir gewinnen. Kinder grüßen. Terry, Mini, Johannes und Jakob. So viele Kinder hat sie gar nicht, zwei sind nur echt. Ich lasse auch meine Kinder und ich lasse auch meinen lieben Freund Carsten Wollenberg grüßen, ja, der sich Moni, das alles Mupfelchen. Und Moni Mupfelchen, die leider krank, die schauen sich das alles live an und sind sehr interessiert an diesen Live-Schnitten, die hier vom Herrn Holzleitner gemacht werden. Das ist auch für viele Leute sehr interessant, die hier nicht dabei sein dürfen, ob es jetzt Münze und Stege und wie sie alle heißen sind und vor allem Carsten. Und liebe Grüße nach Deutschland zu unseren Freunden und uns geht's gut und wir kämpfen und wollen die anderen gewinnen lassen, aber selbst nicht ganz schlecht abschneiden. Stinken. Die Referenzstrecke bergauf haben wir soeben absolviert und sind darauf gekommen, dass wir 11 Meter zu viel am Halter haben, was gar nicht so schlecht ist. Das entspricht nicht einmal 2 Promille. In Anbetracht der Tatsache, dass man bergauf fährt und immer mehr Schlupf hat, also wir zumindest, weil der Halter, der Schöne hier, leider von hinten an den Antriebsrädern angetrieben. 5, 3, 6, 5, 3, oje, oje, oje. Aha. Naja, kann man lassen, 5, 3, 3, 6, und wie viel brauchen wir? 5, 5, 3, 6? Ja. Dann passt's ja. Du musst den B-Linie mit Schwung drüber fahren und darfst nicht hin. Ja. Weil wenn du da hin stotterst, kommst du nicht mehr auf wollen, wir wollen eben das haben, das nicht. Blöße Stotterei. Der Flexi hat es einmal das Was Problem hast du dazu zu sagen? Ich sag gestanden, ich sag nicht. Ja, die Außenräder. Ich hab Sender, diese 0,03,07. So, junger Mann, wie geht's? So, ausgeschlafen. Ausgeschlafen, gestern nicht gelungen? Sehr gut. Aha, wir können da irgendwelche geheimen Aufzeichnungen finden. Ja, das ist wichtig, das da. Wir haben gerade eine Halderwelle beim Team Lustig. Ja, es ist der Wellenauslass, ausgetauscht, wo man es reinsteckt. Es ist so knapp unter dem Blech, dass man fast nicht da tut. Ja, ja, aber irgendwann einmal ist es eng, da macht er so einen Knick und das reibt dann immer. Ja. Und mit der Zeit reibt es dann ab und dann reißt es natürlich. Blöd. Solche Knicks sollte man tunlichst vermeiden. Geratscht. Ah, wirklich? Aber ich sage ja Fachgespräche. Ja, repariert habe ich. Genau. Ja, wird nochmal überprüft. Passt's? Sicher. Super. Wir fahren jetzt dann in den Speed Control. Diesmal fallen wir nicht rein. Hinter uns ist der Lipisch und die Andi. Vor uns Team Mazzucato Klackl. Bis zur Startnummer 10 haben wir schon jeder 2 Krügel mehr. Wir haben die ersten Mal überstanden, weil wir sind an sich die besten überhaupt am Tisch, glaube ich, oder? Die Gesellschaft geben. Da wo ich den Bier schmeckt. Ja.